Hallo und herzlich willkommen bei Nordborgia Graz zu einer neuen Folge hier auf der nordfriesischen Marsch. Wir fahren jetzt zum Hof. Da schicken, das machen wir mal selber. Fahren wir mal hin. Raps haben wir hier abgeladen noch zum Ende der letzten Folge. Der Drescher ist noch am Ernten. Das klappt mittlerweile jetzt auch. Der muss bald hier entladen werden. Der andere bringt gerade den Roggen aber weg. Das haut hin. Der zweite Helfer ist noch im Moment dabei, das Gras einzufahren vom Feld 27. Solange lasse ich die Zeit auch noch auf Einfachstufe stehen. Damit der Rest nicht wieder drüber wächst. Da. Und wir haben, wie gesagt, die Dieselproduktion wieder in Gang gesetzt, haben da schon mal ein bisschen Raps, also über 100.000 Raps reingeladen, dass da wieder Diesel produziert werden kann. Ein bisschen was haben wir noch. Aber was wir jetzt noch machen wollen, auch damit noch eine nächste Produktion auch wieder nicht die ganze Zeit stillsteht, sondern weiterläuft, ist hier die Mehlproduktion, wo wir gerade dran vorbeifahren. Die soll wieder gleich in Gang kommen, deswegen, wir sind ja am Roggen ernten. Holen wir schon mal Roggen ab. Und machen dann schon mal wieder ein bisschen Geld, was in Aussicht ist. Denn wir müssen noch vieles investieren. Wir müssen die Kühe noch hochkriegen, dass da mehr da sind, damit wir mehr Milch produzieren, damit die Produktion läuft. Wir müssen, wir wollen, wir müssen nicht, aber wir wollen ein Feld kaufen. Hier kann man fast auch schon zwei Abfahrer hinstellen. Und zwar Feld 2 hier, was hier rechts neben uns ist, würde ich ganz gerne noch kaufen. Und es gibt ja noch etliche weitere Produktionen, die wir noch nutzen können. Da steht alles noch auf dem Speiseplan sozusagen. So, hier ist auch reger Betrieb. Da wird einmal der das Gras sammelt wieder los gleich. So, Roggen. Wir brauchen Roggen. Gras haben wir auch noch fast 300.000 hier drin. Oder auch schon wieder, kann man ja sagen. Stroh ist ja auch noch was da. So, Roggen. 93.000 haben wir schon drin hier. Also wir werden jetzt mal eben zwei Ladungen von der Sanja, die können wir schon mal rüberbringen zur Produktion. Also ich habe gerade die Frage, wo ist denn der Deutz, wo heizt der rum? Der soll ja da lang. Der mit dem Roggen, der interessiert mich nochmal, der Abfahrer, wo der rumkurft. Ah, der ist da. Und versucht gerade hier den Drescher abzutanken. Gut, würde er wohl da hinkriegen. Ja, die Roggenernte, die wird uns noch ein bisschen beschäftigen hier. Ja, und in den Fuhrpark müssen wir dann auch noch weiter investieren. Also so ein Schlepper mindestens noch kann man jetzt sogar schon fast gebrauchen. Vielleicht auch noch mal nur zwei Sammelwagen zum Beispiel, dass wir dann zum Beispiel auch sagen können, wir sammeln das selber auf dem Stroh ein oder das Gras ein. Und schicken dann immer einen automatisch zum Hof und wieder her, lassen wir wieder herfahren. Das kann man wahrscheinlich nachher sogar auch drei Sammelwagen auch nachher machen.
je nachdem wo das Feld ist. Weil eingesammelt hast du das schnell. Also auch ein Equipment muss noch richtig investiert werden. Dazu brauchen wir aber Geld. So, ein Raps ist auch immer so eine Sache. Den Raps sparen wir uns den Diesel, den brauchen wir keinen kaufen. So, laden wir mal den Roggen hier ab. Mehl können wir dann wieder produzieren. Auch immer die Paletten reichen. 17.000 haben wir auch noch drin. Passt schon mal. So, Drescher abkacken hat ja funktioniert, da sieht man nichts mehr. Passt auch. Das viele Stroh, was wir gewinnen, werden wir auch wieder Kapazität haben, die wir dann in die Pelletsfabrik hauen. So, beim Saatgut müssen wir vielleicht auch noch mal reingucken, was da los ist. Für die nächsten Runden müssen wir da auch noch ein bisschen Getreide reinhauen oder wie sieht es da aus? 17.000 haben wir. Ja. Würde ich fast vorschlagen. Wir hauen mal eine Ladung von dem Kram hier. Ruhig mal da rein. Müssen wir das auch mal opfern, das ist so. Und dann können wir mit 45.000, können wir dann 60.000 Saatgut herstellen. Da hätten wir erstmal wieder 77.000 Liter drin und das würde erstmal reichen dann. Also da holen wir noch ein bisschen Dünger, was wir natürlich auch noch haben dafür. Machen wir mal rückwärts daran. Brauchen wir jetzt nicht komplett voll machen, aber mal eben so, was ich, so 15.000 können wir da ruhig mal reinschmeißen. So. Haben wir das? Er bringt wieder eine Ladung Gras vorbei.
Was haben wir noch an Raps drin? Sechsunddreißigtausend. Das lassen wir mal eben abladen. War eigentlich schon das Richtige. Ja, diese Woche die Raps abladen, da fährst du jetzt mal hin. Kannst du mit der E-Mail hinterherfahren. Solange ihr nicht einen Stau macht, die beiden jetzt hier. Dauert ein bisschen, lass machen. So, der tankt wieder ab, das passt soweit auf. Wie viel haben wir dann noch? Ein paar Bahnen sind es dann noch. Aber das läuft ja soweit ganz gut jetzt. So, die beiden fahren hier durch die Gegend. So, was machen wir jetzt hiermit? Ich würde sagen, wir werden jetzt schon mal eine Ladung Kühe kaufen. Eine Ladung für den Kuhstall. Das investieren wir jetzt schon mal. Wenn wir so ab und zu mal 14 Kühe dazu holen. Und dann müssen wir auch mal wieder selber aufs Feld, das ist auch wichtig. So, schwarz-weiße Kühe haben wir, das müssen auch die besten, die gleichen sein. Also investieren wir nochmal 35.000 Euro und holen uns nochmal 14 Kühe dazu. Bei diesem Autodrive und Cosplay kann man so eine Karte auch alleine dann schon irgendwie beherrschen. So, also das Tiermenü war ja hier vorne. Also fahren wir nochmal rückwärts ran. Eventuell müssen wir das Futter dann nochmal ein bisschen erhöhen von der Menge der Fahrten durch die automatische Fütterung. Geladen haben wir sie. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile 103 Kühe. Hier passen, glaube ich, sogar 500 rein, wenn ich es richtig weiß. Also Platz haben wir noch ohne Ende. Rennen wir noch mal kurz hier hin, dass wir mal eben hier Wasser mal auffüllen hier. Passt auch. Das läuft eigentlich noch so weit. Dann werden wir jetzt hier mal 18.000
Liter pro Fahrt reinjagen. Das sieht noch alles ganz gut aus. So, der Lexion muss wieder entladen werden, ist klar. Was machen unsere... Der hat was jetzt in den Roggen abgeladen, passt soweit. Der ist jetzt noch dabei, hier mal. Ja, wir brauchen schon ganz schön lange, ne? Aber so ist es nun mal. Der hat den Raps abgeladen. Von dem fahren wir jetzt wieder zurück zum Hof. Können dann eigentlich auch schon mal anfangen, die abgeernteten Felder wenigstens zu kalken. Müssen wir nachher noch gucken, wenn wir den Kompost, wenn wir jetzt auch nicht ständig dahin bringen zur Düngeproduktion, müssen wir nachher allein nicht zum Mist kommen. Wir brauchen den Kompost jetzt nur noch für andere Sachen. Also was nachher alles noch so für Produktion dann gibt, die wir hier hinbauen. So, die Frage ist halt mit dem Kalken, ob wir das jetzt auch so machen schon oder ob wir rennen gleich mal aufs Feld 1 und gucken da mal nach, wie es denn da überhaupt aussieht. Den Anhänger mal wieder zurück. So, gucken wir jetzt mal eben nach. Was das Rapsfeld hier sagt, ob wir da irgendwo mal Kalk raufbringen sollten oder nicht. Wer zeigt da noch an mit okay, ne? Also würde ich sagen, das brauchen wir gar nicht. So, wir gucken mal kurz, was der andere macht. Die Drescher, der fährt immer noch. Hat noch 1, 2, 3 Bahnen, würde ich sagen. Er fährt auch soweit. Alles in Ordnung. Tja. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like oder ein Follow oder ein Abo da. Das wäre sehr cool. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.